Die Aktienmärkte können praktisch nicht fallen. Das war so ein Stück weit Konsens der allermeisten Investoren. Super Saisonalität, jetzt Weihnachtsrallye dazu, Trump-Senkung der Unternehmenssteuern, alles super bullisch. Und wenn alles so super bullisch ist und Aktien gar nicht fallen können, dann passiert meistens das Gegenteil, weil wenn diese Stimmung so bullisch ist, eben alle schon investiert sind und dann plötzlich Gegenargumente kommen. Und diese Gegenargumente sind jetzt plötzlich da und das sind zwei Gegenargumente. Gestern spätabends war es bislang nur ein Gegenargument und das waren die Zinsen, nachdem Jerome Powell gestern klargemacht hat, nö, so schnell werden wir jetzt die Zinsen wohl nicht mehr senken, wenn wir sie denn, Subtext, überhaupt noch senken. Das hat schon ein bisschen schlechte Laune hervorgerufen und diese schlechte Laune hat sich noch verschlechtert heute, weil die Wall Street jetzt so ein bisschen, wie soll man sagen, mal Fragen stellte, die man sich schon länger hätte stellen können, nämlich welcher Preis ist zu bezahlen, wenn Trump wirklich das umsetzt, was er wohl umsetzen wird. Denn das ist ein sehr hoher Preis und das hat heute Klick gemacht an der Wall Street und das Ganze wollen wir uns anschauen und starten mal zunächst mit dem, was wir hier sehen. Wir sehen ein Minus vor den Zahlen, vor allem eben beim Nasdaq 100 und wir sehen vor allem Schwäche bei den großen Tech-Werten. Hier zum Beispiel eine Nvidia mit aktuell 3,7% und das trotz neuester Jubelmeldungen, dass XAI 100.000 Nvidia-Chips kaufen will, wie CNBC berichtet. Also eigentlich eine Nachricht, die sonst Nvidia mal entspannte 3, 4, 5% nach oben gebracht hätte. Heute ist das Gegenteil der Fall. Das heißt, man reagiert nicht mehr auf eigentlich positive Nachrichten. Die KI-Euphorie ist jetzt auch so ein bisschen angekratzt. Und warum ist das so? Weil man jetzt nämlich auch realisiert, dass gerade die Tech-Konzerne Nachteile haben durch das, was Trump vor allem in Sachen Zöllen vorhat, in Sachen Beschaffung von bestimmten Produkten. Und das wird jetzt so ein bisschen realisiert. Und so sehen wir, ja, da ist schon ein bisschen Panik im Anflug. Wir haben heute kleinen Verfall, kann da auch eine Rolle spielen. Aber wenn der VIX mal eben 15% steigt, wie heute, dann ist das durchaus mal ein Wort. Schon vor dem heutigen Handelstag, also stand gestern Abend, da hatte der S&P 500 ein Drittel der Trump-Rallye oder der Nachwahl-Rallye schon mal egalisiert. Und hier sehen wir, der VIX ist ja vor der Wahl deutlich gestiegen. Alle waren abgesichert, alle hatten Angst, was passiert, wenn diese Wahl so knapp ausfällt. Das ist dann ein wochenlanges Hickhack gibt, wer überhaupt gewonnen hat, dann Trump-Sieg, Bums, Wix nach unten und jetzt dieser Move nach oben beim Angst- und Volatilitätsbarometer. Und Bloomberg titelt hier Stocks tumble as post-election, Euphoria fades. Also die Euphorie, die ist ein bisschen gefadet. Ja, warum fadet sie denn? Erstens, wie gesagt, wegen den Zinsen, nach den Aussagen von Paul. Denn man erwartet, dass das Ganze ja ziemlich inflationäre Folgen haben wird, weswegen die Fed dann die Zinsen eben weniger senken wird. Also man fragt sich, welche Kosten werden auch seine fiskalischen Pläne, sprich Senkung der Unternehmenssteuern, vielleicht auch andere Steuern, Einkommensteuern, welchen Preis wird das haben? Das Defizit wird nach oben gehen und wenn das Defizit nach oben geht, dann dürften die Kapitalmarktzinsen weiter steigen. Geld würde also teurer. Märkte leben aber von billigem Geld, so war es mindestens in der Vergangenheit. Und so sagt hier einer der Chief Investment Officers einer Bank, die Wall Street ist plötzlich dabei zu realisieren, dass dafür ein Preis zu bezahlen wird. Exactly, da hat man aber ein bisschen lange gebraucht an der Wall Street. Die Anleihenmärkte haben das schon ein bisschen vorher gerafft, wie schon so oft in der Vergangenheit. Und wir sehen dann bestimmte Sektoren, die besonders unter Druck sind, eben auch durch die Personalwahl von Donald Trump, jetzt eben Mr. Kennedy Jr., der hier eben jetzt das Gesundheitsministerium übernehmen wird, ein ausgewiesener Impfgegner, also die Impfaktien wie Moderna im freien Fall, Pfizer im freien Fall und das zeigt so ein bisschen die Verunsicherung, was das für bestimmte Branchen bedeuten kann. Etwa Pharmaindustrie, da wurde ja wahnsinnig gutes Geld verdient. Da gab es ja Dinge, die sind hier in Europa eigentlich kaum vorstellbar. Vor allem diese immensen Gesundheitskosten, die die Amerikaner haben. Da ist ein Krankenhausaufenthalt über eine Nacht mal schnell bei $10.000, ohne dass da groß viel
irgendwelche Untersuchungen passieren, die wirklich das rechtfertigen würden. Wenn Sie da mal mit Amerikanern sprechen, die sagen, ja, also unsere Gesundheitskosten sind enorm gestiegen in den letzten Jahren und umso verwunderlicher ist, dass offiziell die Gesundheitskosten laut US-Regierung in den letzten 2 Jahren um 29% gesunken sind, nicht gestiegen sind, gesunken sind. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, genau das Gegenteil ist ungefähr der Fall. Die sind um 29% gestiegen. Warum wird das so falsch ausgewiesen? Nun, man guckt sich die Gesundheitskonzerne an und schaut sich deren Profite an und sagt, ja, das rechnen wir dann mal als Verbraucherpreis, was natürlich völlig absurd ist. Ja, ich muss ja eigentlich die Preise der Konsumenten berechnen, die bezahlen und nicht irgendwelche Firmen, was die sozusagen an Profiten haben. Also wie man auf die Idee schon kommt, ist ein bisschen schleierhaft. Faktisch bedeutet das, dass die Inflation natürlich, weil das schon ein durchaus relevanter Kostenblock ist, wir kennen hier solche Filme wie Breaking Bad, wo der Hauptakteur dann an Krebs erkrankt, mit diesen immensen Kosten das nicht zahlen kann, deswegen eben dann diese kriminellen Aktivitäten beginnt. Das zeigt so ein bisschen plastisch, was hier der Fall ist. Krank werden darfst du nicht in den USA, wenn du im Prinzip nicht sehr schwer reich bist. Und so sehen wir eben diesen Scam, also diese komplette Veräppelung sozusagen hier durch solche Statistiken, die einfach hinten und vorne nicht stimmen. Und wir haben übrigens heute wieder interessante Daten bekommen, Einzelhandelsumsätze. Da stimmt was hinten und vorne auch nicht, dazu aber mehr im zweiten Teil. Und jetzt eben die Frage, die Sorge, ja, was passiert denn, wenn Seth Donald dran kommt? Sehen wir da so ein Revival wie damals in den 70er Jahren, als ja die Inflation schon deutlich gestiegen war, dann deutlich runterkam, dann aber in einer zweiten Welle nach der Iran-Revolution nochmal extrem nach oben schoss. Öl war damals das große Thema, das ist jetzt nicht mehr das Thema, aber Zölle konnten ein Thema sein. Die Wall Street war ja eigentlich überzeugt, ja, Trump wäre besser als Harris für die Märkte und das dürfte kurzfristig stimmen, langfristig aber vielleicht nicht. Und hier sehen wir mal, heute hatten wir Daten zum Beispiel zu den Importpreisen und die waren deutlich höher als erwartet zum Vormonat. Auch zum Vorjahresmonat, auch die Exportpreise deutlich höher. Und in dieser Grafik sehen wir, dass normalerweise diese Importpreise ein Vorläufer sind für Inflation. Etwa 7 Monate ist das sozusagen ein Frühindikator, der dann 7 Monate später in der offiziellen Inflationsberechnung dann ankommt. Also da gäbe es schon ein Anzeichen, dass hier etwas wieder nach oben geht. Und das hatte ich schon mal gezeigt. Das Patterson Institute hat ja berechnet, dass jeder amerikanische Haushalt etwa $2.600 bezahlen wird müssen. Für diese Zölle stimmt das. Das ist jetzt eine Diskussion, die Fahrt aufnimmt. Und vor allem jetzt eben die Frage, ja, wie schaut es denn mit den Gegenmaßnahmen aus? Also wenn die bezollten Länder dann sagen, ja gut, dann schlagen wir zurück. Und am wichtigsten hier natürlich Europa, aber vor allem eben auch China. Und welche Möglichkeiten hätte denn China? China könnte zunächst mal weitere Staatsanleihen verkaufen, US-Staatsanleihen. Dadurch würden latent die Kapitalmarktzinsen, die Renditen steigen, weil da ja ein größerer Verkäufer am Start wäre. Man könnte, auch wenn man schon einiges abgebaut hat in den letzten Jahren, man könnte vor allem den Yuan abwerten. Das hat da 2015 mal zu einem echten Schock auch an der Wall Street geführt. Aber was vielleicht noch kritischer ist, man könnte die Exporte kritischer Mineralien einschränken, seltene Erden etc. Also all das, was du in so relevanten Bereichen, gerade in Sachen Elektromobilität, in Sachen Batterien, auch in Sachen Chips, by the way, natürlich die Amerikaner ganz, ganz schwer treffen könnte, um einzelne Unternehmen ins Visier nehmen oder eben auch Allianzen schmieden mit Ländern, die eben auch betroffen sind von diesen Zöllen, die da ja wahrscheinlich kommen werden. Hier nochmal diese Aufstellung, welche Länder denn am stärksten betroffen wären. Und das ist vor allem Mexiko, Kanada, aber eben auch die USA selbst. Und dieser Gedankensprung, der ist in der Wall Street vorher noch nicht passiert. Ja, die anderen zahlen halt dann Zölle. Nein, das sind nicht die anderen. Die Amerikaner werden selber sozusagen auch die Rechnung zu bezahlen haben, je nachdem, wie stark eben die Gegenmaßnahmen ausfallen. Und diese Gegenmaßnahmen, respektive die Folgen für die einzelnen Länder, da haben wir wieder der Monitor ausgefallen, gell? Muss ich schnell ran. Jedenfalls die Folgen für die einzelnen Währungsräume, wenn man so will, wurden hier mal von T.S. Lombard aufgelistet und da sagt man ja, okay, das hätte natürlich erstmal negative Folgen in Sachen Handel, aber
dann würden eben mehr Investitionen vielleicht doch im eigenen Währungsraum passieren, dann könnten fiskalische Reformen kommen, also man müsste sich bewegen seitens der Bezahlten. Und so kommt man da zu einer Einschätzung, die vielleicht ein bisschen diskutierbar ist, aber dass langfristig das für China vielleicht sogar positiv wäre und für Länder etwa wie Taiwan relativ negativ wäre. Also schauen Sie sich das mal an. Das ist eine interessante Überlegung, finde ich. Was passiert denn eigentlich? Wie werden die Länder reagieren, auch sozusagen innenpolitisch? Wie werden sie ihre Wirtschaftspolitik umstellen, ihre Fiskalpolitik umstellen? Aber das Entscheidende, und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Aussage, meine Damen und Herren, seit der Aufkündigung des Goldstandards Anfang der 70er Jahre hat sich ein System etabliert. Und das System lautet, die Amerikaner exportieren Schulden, weil sie mit dem Dollar die Leitwährung der Welt haben und es machen können, während die Restwelt diese Schulden kauft und dafür Güter liefert. Und das ist natürlich jetzt eine, wie soll man sagen, Achillesferse auch für die Amerikaner. Was passiert denn, wenn die Welt jetzt praktisch nicht mehr diese Güter liefern würde, zumal ja in den USA so wenig Produktion inzwischen nur noch passiert? Genau das will ja auch Donald Trump unter anderem mit diesen Zöllen ändern, dass er sagt, ja, diese Produktion, die muss ja wieder in den USA stattfinden, aber wenn ich gleichzeitig Leute rausschmeiße, die Illegalen rausschmeiße, dann brauche ich auch die Arbeitskräfte dafür. Die Republikaner, die es mit Trump halten, sagen, ja gut, also hier die Regierung damals in den USA, historisch gesehen, lebte sie von Zöllen, da gab es keine Einkommensteuern und so weiter. Das Budget war meistens ausgeglichen, die Ausgaben des Staates waren weniger als 10% des BIPs, das ist heutzutage ja ein bisschen anders geworden. Aber wie gesagt, das ist die Achillesferse. Was ist, wenn die anderen sozusagen eine Art Lieferstreik dann ausüben würden? Und hier mal eine Analyse, die das Gegenteil dessen aussagte, was derzeit Konsens ist, nämlich, dass diese Politik von Trump on the long run nicht inflationär, sondern deflationär sein könnte. Warum? Erstens sagt man, ja gut, schaut euch doch mal die erste Amtszeit an bei Trump, da war jetzt nicht so wahnsinnig viel Inflation. Okay, das war vor Corona, das war eine andere Zeit, da war auch die Globalisierung noch weitgehend intakt, bis Trump eben diesen Handelskrieg begann. Zweitens sagt man, ja, also der Trump, das ist doch ein Verhandler, der setzt doch die Zölle als Druckmittel ein, ohne das jetzt sozusagen komplett so durchzuziehen, sondern der sagt, ja okay, lass uns reden. Was können wir denn da rausholen für uns sozusagen? Und das Dritte, und das ist ein sehr wesentlicher Punkt, die Regierung Trump dürfte die Axt an den ausgeuferten Bürokratenapparat anlegen, schon alleine deshalb, weil man ja hier auch noch ein bisschen Rachegelüste vielleicht hatte gegenüber den ja weitgehend jetzt demokratisch orientierten, US-demokratische orientierten Beamtenapparat. Und so ist die Rede davon, dass mal eben 1 bis 2 Millionen Staatsangestellte entlassen werden, relativ kurzfristig. Und wenn jetzt plötzlich mal 1-2 Millionen Leute entlassen werden, dann ist das eine Hausnummer, die können dann weniger konsumieren, dann passieren Kettenreaktionen, die vielleicht ein bisschen unkalkulierbar sind. Und all das in einer Situation, wo jetzt eben diese Aussage von Jerome Powell gestern gekommen ist, der sagte, ja, wir haben es nicht eilig, die Wirtschaft gibt da gar keinen Anlass jetzt, uns zu beeilen in Sachen Zinssenkungen. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, naja, warum habt ihr denn im September dann um die Zinsen um 0,5% gesenkt und jetzt nochmal gesenkt, wenn eigentlich ja die Wirtschaft das doch gar nicht wirklich erfordert. Also ein ziemlicher Widerspruch, und dieser Widerspruch erklärt sich vielleicht, dass, wie hier Dario Perkins sagt, er sagt, vor 12 Monaten war ich bullish, weil Paul wollte eben sozusagen den Triumph haben, dass er die Inflation besiegt und ein Soft Landing hinbekommt. Wenn jetzt die Sachen schief gehen, dann kann die Fed sagen, ja, seht ihr, das ist das Chaos wegen Trump. Wir sind raus aus der Nummer, das ist nicht unsere Schuld. Und das zeigt, dass wir hier eine Konfrontation haben, eine Frontstellung haben zwischen der Fed und der Trump, die sich jetzt schon abzeichnet. Auf Seiten von Trump dürfte dieser Herr hier stehen, Austin Goolsbee, der nämlich sagt, ja, ich bin
bin sicher, dass also die Zinsen deutlich fallen werden, dass also über die nächsten 12 bis 18 Monate die Zinsen deutlich fallen werden. Das steht in diametralem Widerspruch zu dem, was gestern Jerome Powell gesagt hat. Wer wird sich da durchsetzen? Wahrscheinlich erstmal der Fed-Chef, der ja gesagt hat, nee, also ich lasse mich nicht aus dem Amt jagen. Und wie ich da getitelt hatte, der in Anführungszeichen Krieg zwischen Trump und der Fed hat begonnen. Und begonnen hat auch gewissermaßen ein Käuferstreik von US-Staatsanleihen, nämlich die Renditen steigen, die Kapitalmarktzinsen steigen, die Anleihekurse fallen. Wir sind sehr deutlich durch einen 40-jährigen Trend gefallen. Und das ist vor allem für manche Investoren sehr schmerzhaft, denn die haben ja Anleihen in ihrem Depot. Wenn jetzt die Kurse der Anleihen fallen, dann steigen die Renditen und die Kurse sind ja sehr stark gefallen. In vielen Anlegerportfolios, gerade von Pensionskassen etc., sind diese Anleihen prominent gewichtet, etwa 40%. Die sitzen jetzt auf Verlusten und das Problem ist, wenn Trump jetzt die Steuern senkt, vielleicht sogar so etwas wie die Einkommensteuer senkt oder gar abschafft, aber vor allem die Unternehmenssteuern senkt, dann muss das Geld irgendwo herkommen. Das wird durch die Zölle nicht ausreichen, sondern dann wird das passieren, was ohnehin schon der Trend ist, nämlich dass immer mehr Staatsanleihen begeben werden, also die Schuldenaufnahme steigt. Und genau deswegen steigen ja latent die Kapitalmarktzinsen sehr deutlich. Und hier sehen wir mal diesen aufgeblasenen Staatsapparat, der ja die drittgrößte Volkswirtschaft ist. Wenn man so will, wir sind immens gestiegen, was hier diese Expenditures betrifft, also die Ausgaben eben, also wir sind bei Corona, haben wir 54% oder haben die Amerikaner 54% des BIPs, hat die Regierung 54% des BIPs ausgegeben und genau das soll sich ändern. Jetzt war Argentiniens Javier Milei gestern in Mar-a-Lago, die beiden haben sich super verstanden. Trump hat gesagt, also der ist für uns ein Vorbild, wie er hier diesen Staatsapparat, diesen aufgeblähten, abrasiert hat. Das wollen wir auch machen. Und da ist ja auch was dran. Auch wir Deutschen haben ja einen Staatsapparat, der völlig absurd ist. Und vielleicht sollten wir hier auch mal in Richtung Disruption schreiten, aber diese Disruption, die hat eben auch Folgekosten, das darf man nicht verhehlen, aber auch die Bürokratie hat Kosten. IFO hat ja kürzlich gezeigt, dass 146 Milliarden Dollar an Wirtschaftsleistung flöten gehen wegen dieses Beamtenapparats. Da passieren Dinge, teilweise ein Bäcker, der erzählt, er bietet Kaffee an, einmal Bio-Kaffee, einmal Fairtrade-Kaffee. Für Fairtrade-Kaffee gibt es praktisch keine Auflagen, bei Bio aber schon. Dann fahren die Beamten in 180 Kilometer weite entfernte Filialen, um zu gucken, ob das auch alles wirklich mit rechten Dingen zugeht und schicken dann dieser Bäckereikette die Rechnung dafür, für eben diese Fahrt und die Zeit der Beamten und so weiter. Also man fasst sich an den Kopf, da ist viel zu machen, aber mit der Axt wird das natürlich ein bisschen heftig werden. Und so deutet manches darauf hin, was hier in diesem Chart erkennbar ist, dass das erste und zweite Jahr eines neuen Präsidenten latent schlecht ist, während das dritte und das vierte Jahr eines Präsidenten, hier in dem Fall von Biden, latent gut ist. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Im zweiten Teil, meine Damen und Herren, habe ich ein paar Grafiken, die Ihnen fast die Augen, wie soll man sagen, aus dem Gesicht reißen, möchte ich sagen. Da sind Dinge, die hochinteressant sind und es fällt vor allem auf, dass Tech diese Rallye nicht so richtig mitmacht seit der Trump-Wahl und ich bin gespannt, was hier da für extreme Folgewirkungen jetzt daraus entstehen und diese Folgewirkungen, die zeige ich im zweiten Teil unbedingt das anschauen, sonst macht der erste Teil gar keinen Sinn. Den Link packe ich Ihnen unter das Video. Sie werden das finden. Bis gleich. Ciao.